Okay, meine lieben Freunde, ihr habt alle sehr lange drauf gewartet und endlich geht es los mit dem FIFA 19 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Und ich muss sagen, ich sehe gerade einen kleinen Fehler. Und zwar Tashi. Er muss auf die Seite hier. Der soll rechts spielen, aber sonst ist hier alles in Ordnung. Und ja, ich würde sagen, in dieser Folge machen wir erstmal noch kein Spiel. Wir haben jetzt das Vorbereitungsturnier, das werde ich alles simulieren. Kann ich mal kurz, kann ich nicht. Das Training kann ich euch aber so zeigen. Wir haben einmal Wiegel drin. Dann haben wir Sousa drin, Iliutschenko, Tasci und Mesenhöler. Ja, was wir da trainieren, werdet ihr dann später in der Folge noch sehen, denke ich mal. Und ja, das ist unsere Startelf erstmal. Im Tor Mesenhöler, dann in der Innenverteidigung Neumann und Baumeier auf den Außen, Wiegel und Wolze. Im Mittelfeld Fröde Schnellhardt und auf den Außenbahnen Sousa mit Stoppelkamp und das Sturmduo. Man kennt es, Iliutschenko und Boris Tasci. Unsere Bank Daniel Davari, dann haben wir Gerrit Nauber, Ahmed Engin, Joe Kio, dann Lukas Daschner, Sokota Pasu und John Verhoek. Gut, hier sind dann die übrig gebliebenen Spieler, die erstmal nicht mitkommen werden. Wir werden dann ab und zu mal ein bisschen durchrotieren, dann wird jetzt Nauber mal in der Startelf stehen. Wenn mal jemand verletzt ist, dann werden auch mal hier Albultat wird da mal eine Chance bekommen. Regesel und Heiri werden das eine oder andere mal mitgenommen. Jay. Und natürlich auch Christian Gärtner. Das war aber noch nicht alles. Wir haben verschiedene Strategien hier. Ich würde sagen, wir fangen erstmal beim. Wir fangen beim defensivsten an. Das ist der defensivste Stil, den wir haben. Sehr defensiv. Haben wir im Prinzip Mesenhöler einfach im Tor und dann ja eine Fünferkette, weil Fröde noch mit zurückrutscht. Dann war Sousa und Stoppelkamp auf Außen. Das ändern wir kurz nochmal ein bisschen. So, machen wir das mal. Und Schnellhardt können wir noch ein bisschen zurückziehen. Und Iliutschenko auch. Gut, ja. Dann halt davor Schnellhardt und im Prinzip davor Schnellhardt. Es ging noch nicht, obwohl doch, es geht. Kann ich doch nach innen ziehen, dann kann ich Iliutschenko auch ein bisschen nach vorne machen, so. So, wir werden in der Folge eh nichts weiter machen als hier ein bisschen das Ganze einstellen. Dann Iluchenko halt als offen, ja, ZOM halt. Können wir ein bisschen nach vorne schieben noch, oder? So, schnell dann als Zentralen davor. Gilt nur nicht wegen dem Platz hier in der Mitte, aber der im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, dass der hier steht. So. Und Iluchenko auch, dass er dann eigentlich hier steht. Nur das geht halt nicht wegen dem Platz, aber im Spiel wird er dann in der Mitte stehen und nicht so. Und auf dem Außen, wie gesagt, Sousa Stoppelkamp, die wir jetzt nochmal verschoben haben. Und dann vorne drin Daschi. Gut, dann kommen wir zum normalen Defensiven. Beim Mesenhöler keine Fünferkette, denn Fröde ist zentral defensiv. In der anderen war er Innenverteidiger, glaube ich. Oder zentraler Innenverteidiger, irgendwie sowas. So, hier haben wir Fröde halt auch noch hinten, aber nicht als Verteidiger eben, sondern als defensiven Mann. Dann haben wir Schnellert hier, der die zentrale Position übernimmt. Stoppelkamp noch im Mittelfeld und Sousa als Mittelfeld und vorne immer noch beide Stürmer, Iluchenko und Tashi. Und ja, das ist im Prinzip, wenn man dann ja, 2-0, 3-0 führt oder okay, sagen wir 2-0 führt. Und ja, 5 Minuten zu spielen sind und das zum Beispiel ein DFB-Pokal ist gegen, keine Ahnung, wir nehmen als Beispiel, sagen wir einfach Bayern als Beispiel, damit, ja, man führt 2-0, aber hat immer noch Offensivmöglichkeiten mit zwei Stürmern und den Außen und Schnellert in der Mitte. Und ja, gut. Also unsere Standardaufstellung kann ich auch mal kurz drauf eingehen, das ist ja genau die Mitte, die wird dann ja eigentlich jetzt kommen. Da hätten wir dann eben Torwart und dann eine Viererkette hinten mit Wiegel, Baumeier, Nauber und Neumann und Wolze. Zwei Zentrale. Aber da gehe ich jetzt mal drauf ein.
Hier die Anweisungen, die er mal schneller hat, der orientiert sich nach vorne und Fröde ist dann ausgewogen. Das Einzige, wo ich was verändert habe, ist Wiegel. Der greift mit an, wie man ja sehen kann, greift mit an. Und ja, das macht er über Außen und Wolze, genau das Gleiche. Und ja, Stoppelkampf habe ich nichts verändert. Susa habe ich nur hingepackt, dass er die Abwehr überlaufen soll hier. Und bei Tashi, der ist Anspielstation, sonst nichts verändert. Also Anspielstation heißt eben im Prinzip, wie man da steht, drehe ich mit dem Rücken zum Gegner und fordere den Ball. Ist ja Tashi Spezialität. Also eigentlich eingestellt war das hier, Abwehr überlaufen. Da haben wir aber Ilyuchenko draufgepackt. Versuchen mit Offensivläufen in die Abwehr zu kommen. Macht Tashi in echt zwar auch. Aber ich sehe das eher so, dass er sich immer mit dem Rücken zur Abwehr dreht, den Ball fordert und wenn er den dann hat, von der 16er Kante schießt. So per Flachschuss. Und ja, Ilyuchenko dann, wie gesagt, Abwehr überlaufen und energisches Abfangen, weil Ilyuchenko ist in echt einer, der geht immer auf den Mann drauf. Also, ja, gefällt mir auf jeden Fall dann. Mal gucken, wie es in FIFA wird. Ich habe es noch nicht ausprobiert mit diesem Stil hier. Aber na gut. Arbeiten fortsetzen. So, dann die Rollen erstmal. Kapitän ist natürlich Wolze, der führt auch unsere ganzen Freistöße aus. Und natürlich auch die Elfmeter. Und die Ecken kommen von Schnellert von links und Stoppelkamp von rechts. Gut. Gehen wir wieder zurück hier hin und machen weiter mit Offensiv 1. Da haben wir immer noch zwei Verteidiger und dann ja, Wiegel und Wolze, die nicht mehr Rechts- und Linksverteidiger sind, sondern Linksaußen und Rechtsaußen. Fröde immer noch defensiv, damit wir eine Absicherung haben und Schnellert als Offensiven, Stoppelkamp und Sousa übernehmen aber schon den Flügel und Ilyuchenko und Tashi dann vorne als linker und rechter Stürmer. Gut, machen wir weiter mit sehr offensiv. Haben wir Neumann als einzigen Verteidiger. Bolze ist noch Außenverteidiger, Wiegel ist Außenverteidiger. Aber Fröde und Bomoja übernehmen dann das zentrale Mittelfeld. Machen wir am besten beide auf ZM. Da geht dann wieder nicht. Okay, dann lassen wir das so. Gut, die sind dann beide ZM, dann eben ja, links ZM und rechts ZM. Schnellert als Offensiven. Stoppelkamp und Sousa wieder auf dem Flügel und Tashi und Ilyuchenko im Sturm drin. Ja, dann haben wir das soweit auch. Ja, das wollen wir alles speichern. Gut, dann würde ich sagen, Transfers machen wir in der nächsten Folge erst. Also wir werden, kann ich jetzt schon mal sagen, nicht einen Spieler holen, nicht einen Spieler verkaufen, das werden wir alles erst im Winter machen. Aber na gut. Also was jetzt Spieler betrifft, schreibt mir mal gerne Kommentare rein, wenn ihr einen Spieler habt, den ihr gerne sehen wollt bei uns in der Mannschaft. Wenn nicht, ist es aber auch nicht schlimm, also. Gut, dann würde ich sagen, Transfers überspringen wir, kommen wir zu den Nachrichten. International Cup brauchen wir nicht, Transfermarkt ist offen, das wissen wir. Vision und Erwartungen sollten wir uns vielleicht mal angucken. Ein Spieler in der Jugendakademie und der soll 5 Spiele spielen, das ist ja kein Problem. Über 3 Saisons die Dauerkarten um 10% erhöhen. Also nicht um 10% erhöhen, aber 10% der Stadionkapazität. Also 10% aller Leute, die ins Stadion kommen, sollen eine Dauerkarte haben. Sollten wir hinbekommen, wenn wir gut spielen. Finanzen ist sehr wichtig. Restbudget von 3 Millionen. Aktuell haben wir 3,7 Millionen. Und die Spielergelder maximal um 20% erhöhen. Das sollte kein Problem werden. Also wie gesagt, aktuell am besten schreibt ihr mir freie Spieler rein. Also, oder die ablösefrei sind und dann im Winter kommen könnten. Oder halt welche, die. Also, wenn wir nur einen Spieler holen würden, dürfte der aktuell maximal 700.000 kosten. Und das könnte schon kritisch werden wegen dem Gehalt, aber
Na gut, zweiter Bundesliga. Da sollen wir einen Mittelfeldplatz belegen und im DFB-Pokal die Runde der letzten 32 erreichen. Das wäre dann das Achtelfinale. Gut, Kontinental haben wir gar keine Ziele. Und wir haben schon mal einen Scout-Bericht. Mal kurz durchgehen, haben wir da irgendwo drin. So. Also da ist erstmal nichts Besonderes drin und der Herr möchte sich vorstellen. Aha. Ja. Gut. Das lassen wir auch erstmal, falls euch wundert, warum da oben steht, zum erneuten Verbinden R3 drücken. Ab aktuell einfach kein Internet. Also aufnehmen kann ich trotzdem, nur hochladen wird dann erst etwas später gehen, weil mein Router wieder rumspinnt. Gut, dann würde ich sagen, let's go für euch. Ist es wahrscheinlich jetzt komplett langweilig, was ich hier mache, aber das muss erstmal sein, damit ich euch hier alles zeige, so was Neues jetzt, FIFA 19. Auch rechts sieht man jetzt immer so ein paar Videos hier. Was haben wir eigentlich noch? Champions League Auslosung, Juventus Turin, Ronaldo Wechsel, okay. Und Real Madrid. Ah, kurz war. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Simulieren des ersten Spiels. Wir machen mal diese Aufstellung hier. Wir gewinnen 1:0, Stoppelkamp. Nice, nice. Gut, dann haben wir das erste Gruppenspiel damit gewonnen und sind tatsächlich ja auf dem stabilen ersten Platz. Ja, Angebot, darauf gehen wir gar nicht ein, auf die Angebote. Wir wollen niemanden verkaufen. Voll. Damit die uns sich jetzt dauerhaft anschreiben, lehnen wir das einfach ab. Obwohl, damit die. Ja. Also ich mach mal gerade was. Und zwar stelle ich einfach mal eine neue Taktikvorlage. Ja, Ersatz. Lassen wir dann mehr oder weniger so, dass die einzige Änderung machen wir jetzt einfach mal so. Ja, Giao weiterhin auf der Bank. Packen wir Regesel aber rein statt Daschner. Jay statt Verhoek, weil wir brauchen eh nur einen auf der Bank. Und wir packen Gartner statt Fröde in die Startelf. Brauchen wir sonst noch was ändern? Für das Spiel, weil er jetzt gesagt hat, ja, ey, ich will spielen, packen wir jetzt Jay in die Startelf. Wäre jetzt leichter gewesen, hätte ich selbst gespielt. Nicht selbst spielen, nein. Okay, also ab der nächsten Folge wird es dann richtig losgehen, dann werden wir auch selbst spielen. Ist dann auch spannender für euch, dass es jetzt ankert. Okay, verlieren wir mit 3:1, das ist dann nicht so gut. Dann gehen wir mal wieder zurück hier hin. Okay, dann könnt ihr jetzt aber auch mal sehen, was ich denn hier so am Trainieren bin. Und zwar Mesenhöder geht ins 1 gegen 1. Tashi soll etwas schneller werden. Wollte ich bei Ilyuchenko auch erst machen, weil das die Weitschüsse verbessern würde und die Schusskraft. Ne, Schusskraft macht das ja auch. Ja, aber Weitschüsse wollte ich bei Ilyuchenko eigentlich auch verbessern. Aber hab mir dann so gedacht, da machst du einfach lieber das hier. Damit Ilyuchenko auch im Pass ein bisschen besser wird, weil Tashi hat den höheren Abschluss. Hat er gar nicht. Okay. Na gut. Dann habe ich da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht, aber egal. Auf jeden Fall
Eine Sache, die mir auf jeden Fall wichtig war bei Tashi, die Sprintgeschwindigkeit. Ilutschenko hat nämlich eine Sprintgeschwindigkeit von 75, Tashi nur 69. Das wollte ich auf jeden Fall machen, dass das bei Tashi voll besser wird. Genau so was. Ich wollte Tashi erst auch das hier machen lassen, aber hab dann gesehen, hat er langsamer. Genau so war das. Okay, kommen wir weiter. Sousa. Der soll auf jeden Fall im Passen besser werden und auch. Ja, Schießen ist nur nebensächlich. Das ist ein toller Nebeneffekt, dass die Schusskraft erhöht wird, weil. Schusskraft ist bei Sousa nicht so. Und bei Wiegel brauche ich einen, der Sousa lang schicken kann und auch Tashi und Ilutschenko bedienen kann mit hohen Flanken. Und ja, deshalb geht Wiegel aufs Flankenszenario. Verbessert sich da auch direkt erstmal um einen Punkt. Lecker, lecker. Wir sind Zweiter. Hoffen wir, dass wir gegen die hier gewinnen, gegen Hull City. Wenn wir das gemacht haben, sollten wir eigentlich sicher durch sein, wenn wir das nicht dann sogar sind. Hoffen wir es. 3-0. Oh. Oh. Ein souveräner Sieg. Und damit sind wir dann ganz sicher durch. Haben noch mal ein bisschen Geld bekommen. Ich glaube, 200.000 waren das jetzt. Und das wäre ein Gebot für Albutert. Envab. Ich hätte das vielleicht ausmachen sollen. Egal. Ich hätte definitiv ausmachen sollen. Okay, Halbfinale. Und let's go. Ich hoffe auf einen Sieg. Und wir gewinnen im Elfmeterschießen. Stark, stark. Gut. Dann heißt es jetzt Finalzeit. Pressekonferenz und wir loben natürlich unsere Jungs. Die haben das ganz super toll gemacht. Und wann wollen die alle unsere Spieler haben? Was ist denn los? 900.000 nochmal. Das ist sehr gut. Wenn wir das gewinnen würden, wäre es natürlich perfekt. Dann bekommen wir, glaube ich, nochmal eine Million oder so. Und Sousa verbessert sich auf 71 und Mesenöder auf 68. Jo, Mesenöder eskaliert komplett. Der ist schon Hälfte bei 69 voll. Angebot für Engin. Hey, würde ich die alle abgeben, wäre schon meine halbe Mannschaft weg. Na gut. Finale gegen Birmingham. Fürth gewinnt Rennen um Jonathan Osorio. Gut, dann gehen wir rein ins Finale. Wir spielen zu Hause und das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Okay, langweiliger Beginn. Und dann Taschi, 1 zu 0, 17. Minute. Er spielt eine gute Vorbereitung, schon einige Tore gemacht. Halbzeit, Ilutschenko macht das 2-0. Okay, das sollte durch sein. 2-1 Anschluss, wird nochmal kritisch. Aber wir gewinnen mit 2-1 und sind damit Pokalsieger im Vorbereitungsturnier. 1,35 Millionen, das ist sehr, sehr gut. Sehr geehrter Herr Denaldrick, Glückwunsch zum Gewinn des Endspiels beim European International Cup Wettbewerb. Ja, okay, könnt ihr euch durchlesen, Video anhalten, aber mich interessiert das jetzt nicht. Ich würde sagen, wann ist eigentlich das erste Saisonspiel? Bayern will Engin haben, ja, ganz sicher. Kalender. Nächsten Monat schon. Okay, dann würde ich sagen, könnt ihr mir jetzt kommen. Pokal gegen Aalen, das geht klar. Das geht sehr klar. Gut, wir werden wahrscheinlich immer nur ein Spiel pro Folge machen, da ich das jetzt sehr. Ich will mal was Neues ausprobieren mit Sounds und so. Also vor allem die Hymnen, kann ich schon mal sagen, sind drin. Das habe ich geschafft. Und Wiegel. Transferwert verschlechtert bis jetzt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Lutschenko verbessert sich Werte. Sousa.
Und der Wiegel. Gut, würde ich sagen. Ein Angebot für Daschner. Das machen wir aber nicht. Verleihen tun wir auch nicht. Außer jetzt so Jugendspieler hier wie Schmeling oder wer ist da? Brendjek. Heißt er Brendjek oder Brendjek? Keine Ahnung. Das nächste Training nehmen wir noch mit und dann. Ja, dann war's das mit der ersten Folge von FIFA 19. So. Simulation wird gestoppt und wir gehen nochmal rein ins Training. Wiegel kann sich nochmal ein bisschen verbessern und Mason oder wir wahrscheinlich die 69 erreichen. Oh, doch nicht. Aber okay. Training bis jetzt, ja, stabil. Und wir gehen tatsächlich schon mal beim Vorstand. Machen uns schon mal ein bisschen beliebt hier. Und ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge FIFA 19 Karrieremodus mit dem MSV Duisburg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Schreibt gerne rein in die Kommentare, wen wir verpflichten sollen. Und insofern, haut dann rein. Bis zur nächsten Folge. Die kommt wahrscheinlich morgen oder noch heute Abend. Ich weiß es nicht. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.